Hey Leute, was geht ab? Euer Pexenweite ist am Start und willkommen hier zum mittlerweile 10. Tag der Serie Finde das Mu. Heute habe ich hier mal wieder die Müllermilch in der Geschmacksrichtung Kokos. Das hat mir zwar nicht geschmeckt, aber ich habe es einfach wieder gekauft. Das war nämlich bei Netto im Angebot, die ganzen Müllermilch Getränke, sage ich mal, für 59 Cent und nicht für 89 Cent. Da habe ich mir natürlich gleich einen Batzen eingekauft. Muss man natürlich sparen, meine lieben Freunde. Ich mache jetzt hier oben das altbekannte Teil wieder ab. So, und dann schütteln wir mal wieder. Deswegen sind auch die letzten Müllermilch, die ich hier, sage ich mal, quasi geunboxed habe, am 8.10. abgelaufen, weil ich die alle gleichzeitig gekauft habe und auch halt, ja, gleichzeitig gekauft habe. Auf jeden Fall schütteln wir jetzt mal noch ein bisschen, noch ein bisschen und dann machen wir das Ganze wieder auf. Und ich bin mal jetzt wieder leise. Oh yeah. Mu! Spaß beiseite. Ihr habt's gehört, wieder kein Mu dabei. Aber, naja, was soll's. Vielleicht gibt's ja irgendwann im Tag 3834. Habe ich denn das Mu gefunden? Nee, Spaß beiseite. Ich denke mal, ist eh nur eine Spaßserie. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut rein, euer Pexenweite ist raus. Tschüssikowski. Und ciao. Ich will's eigentlich gar nicht probieren. Das schmeckt eh nicht. Kokos ist richtig räudig. Geht. Es geht.